Herzlich willkommen bei Canisius TV mit einer weiteren Folge. Heute mit einer etwas quirligen philosophischen Fragestellung, nämlich mit ungelösten Fragen leben. Liebe Zuschauerinnen und Zuhörer, es ist dem Christen nicht anheimgestellt, in Aussicht gestellt, dass der Glaube alle Probleme erklärt oder alle Fragen des Lebens beantworten könnte. Ein Leben lang begleiten uns große und gewaltige Fragen, die oft keine befriedigende Antwort finden. Ich nenne nur drei Bündel von solchen Fragen. Das sind zunächst ethische Fragen. Was darf die Medizin? Ist Gentechnologie vertretbar? Dürfen gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner Kinder adoptieren? Ist Sterbehilfe erlaubt? Und vieles andere mehr. Dann gibt es philosophische Fragen. Woher kommen wir? Wozu sind wir da? Wo geht's einmal hin? Man kann diese Fragen allgemein mit Blick auf die ganze Menschheit stellen, aber auch auf mich persönlich. Ja, wie soll ich leben? Wo geht's mit mir einmal hin? Und dann gibt es schließlich noch theologische Fragen. Wieso gibt's das Leid in der Welt und in meinem Leben? Wenn doch Gott gut ist, ist die Bibel noch zeitgemäß? Was kann ich tun, wenn mein Glaubensgebäude zusammenfällt? Auf all diese Fragen scheint es keine allgemein verbindlichen und überzeugende Antworten zu geben. Man könnte wohl noch viele von solchen Fragen in diesem Zusammenhang anführen. Es kann sein, dass der eine oder die andere bei der einen oder anderen Frage eine Antwort für sich findet. Aber meist reicht dann die Plausibilität nicht aus, um auch die anderen zu überzeugen. Es wird wohl in Zukunft noch mehr als schon jetzt darauf ankommen, mit ungelösten Fragen zu leben. Wie kann ich meinen Alltag leben, wohlwissend, dass ich für so viele Dinge in meinem Leben keine Erklärung habe? Eine erste Antwort sind schon wir selbst. Ich lebe jeden Tag 24 Stunden, ohne genau erklären zu können, was mein Körper in diesen Stunden en Detail macht, warum er so oder so reagiert und funktioniert. Aber ich muss das ja auch nicht. Ja? Wichtig ist, dass mein Körper intakt ist. Nicht, dass ich im Einzelnen darüber Bescheid weiß. Ja, wir fragen uns nur selten, warum dieser oder jener Muskel gerade greift, warum ein Organ gerade dieses oder jenes macht. Es interessiert uns ja auch nicht. Jedenfalls nicht, solange es den üblichen Gang geht. Das kann sich aber schnell ändern. Über die Frage, warum Gott das Leid zulässt, da kann man leicht diskutieren, schwadronieren, wenn man nicht davon betroffen ist, wenn das eine theoretische Frage ist. Aber wenn das Leid an uns herantritt, man selber davon betroffen ist, dann kann einen diese Frage fertig machen. Ja. Die telegen inszenierten ethischen Fragen von Baldur von Schirach, die lassen sich munter in der anschließenden Expertenrunde diskutieren. Aber wenn ich gefragt werde, ob bei meiner Mutter auf der Intensivstation die Geräte abgeschaltet werden dürfen oder sollen, dann ist das von einem anderen Kaliber. Ich muss eine Entscheidung treffen, mit der ich dann weiterleben kann und muss. Kreuz und Auferstehung Jesu können darauf eine, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Antwort, ich sage jetzt mal pragmatische Lösung anbieten. Am Karfreitag, da standen gewaltige Fragen im Raum. Warum musste Jesus sterben? Warum hat Gott das zugelassen? Gab es denn keine Alternativen?
wenn Gott doch Gott ist? Keine dieser Fragen erfuhr an jenem Freitag eine Antwort. Und doch, am Ostertag gab Gott eine Antwort, die viel größer und umfassender und mächtiger war als all diese Fragen. Gott hatte eine Lösung parat. Er hat das Problemknäuel aufgelöst, den gordischen Knoten zerschlagen, eine Perspektive eröffnet, die niemand parat gehabt hatte oder auch nur ahnen konnte. Und das gibt mir das Vertrauen, dass er auch alle anderen Fragen zu seiner Zeit klären wird. Und deshalb kann ich mit den vielen ungelösten Fragen des großen Lebens an sich und des kleinen Lebens von mir persönlich, ohne im Einzelnen eine Antwort zu haben, leben. Ich muss nicht verzweifeln. Die ungelösten Fragen mögen Wissenschaftler, seien es nun Paläontologen oder Futurologen, seien es Chemiker oder Biologen, seien es Mediziner oder Psychologen, zur Forschung antreiben. Ich kann geduldig warten, bis mir der eine Fachmann oder die andere Expertin mit neuen Erkenntnissen aufwartet. Allerdings bin ich alt genug zu wissen, jede dieser Fragen wirft wieder ganze Bündel von neuen Fragen aus. Definitive Antworten wird es erst von und bei Gott geben. Ich bete. Allmächtiger Gott, wir müssen mit ungeklärten Fragen leben lernen. Wir bitten dich für alle Wissenschaftler und Forscherinnen, schenke ihnen Freude an ihrer Arbeit, gib ihnen einen inneren Sensor für das Machbare und Verantwortbare. Für ein gutes Miteinander der Naturwissenschaften und der Theologie, lass beide die Grenzen des eigenen Terrains respektieren. Wir beten in einer kurzen Stille für all diejenigen, die mit großen ungelösten Fragen leben müssen. Für die Verstorbenen, löse die Rätsel ihres Lebens, lass sie schauen, was kein Ohr gehört und was kein Auge gesehen, was keinen Menschen je in den Sinn gekommen ist, das Gute, das du für die Menschen bereithältst. Guter Gott, gib, dass die großen Fragen unseres Lebens uns nicht lähmen, sondern motivieren, diese Welt zu entdecken. Lass uns die Fragen lösen, die wir lösen können. Und lass uns die Fragen offen halten, die wir nicht lösen können und vielleicht auch nicht dürfen. Und gib uns die Weisheit, dass die einen von den anderen unterscheiden zu können. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Ja, ich fürchte, ich habe jetzt keine Ihrer Fragen beantwortet. Vielleicht ist die größere Kunst aber zu lernen, mit den Fragen zu leben. Und umso mehr freuen wir uns, wenn die eine oder andere Frage sogar eine Antwort erfährt. Mögen Sie heute die eine oder andere Antwort auf Ihre Fragen erhalten. Dazu segne Sie der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich sage bis morgen, keine Frage. Ba-da.